Teufel. Sag dem Lieutenant, ich wollte auch was essen. Die würden mich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Komisch, seit 6 Monaten komme ich regelmäßig hier vorbei und ich glaube, der Indianer kennt mein Gesicht immer noch nicht. Marsch, geh zurück, Monty. Von Fennimans Gasthaus, hier, bringen wir Sie zur Poststation Elston. Dort kommen wir heute Abend an. Wenn wir morgen früh rechtzeitig aufbrechen, können wir ungefähr um die Mittagszeit mit Captain Pools Kompanie zusammentreffen. Hier am 3 Creek. Von da aus geleitet er uns nach Oregon und in ein paar Tagen sind wir in Fort Klamath in Ihrer neuen Heimat, Miss Drury. Ich glaube, ich könnte mich niemals heimisch fühlen in diesem wilden Land. Und wenn meine Schwester verheiratet ist, dann reise ich weiter nach San Francisco. Ich weiß, dass es selbstverständlich nicht so zivilisiert sein wird wie unser früheres Zuhause, aber... Kannst du nicht ein bisschen schneller laufen, du Faulpelz? Los, geh raus und hol Holz. Soldat draußen will auch was essen. Birch, lösen Sie Woggle ab. Ich bin noch nicht fertig, Lieutenant. Sie sind fertig. Lösen Sie Woggle ab. Geh schon. Ja, Sir. Kaffee? Ich möchte lieber Tee und recht stark. Elwood, haben wir noch von dem Tee vom vorigen Jahr übrig? Tee? Danke, lassen Sie nur, ich trinke Kaffee. Eines Tages werde ich mich doch daran gewöhnen müssen. Nehmen Sie auch eine Tasse? Ja, danke, gern. Danke. Sie träumen von den Augen. Ja, entschuldigen Sie, das war sehr unhöflich. Bets wird zum Träumen Zeit genug haben, wenn sie verheiratet ist. Da kennen Sie aber Captain Poole schlecht. Aber... Ich meine natürlich, dass er... wissen Sie... Haben Sie die Pferde getränkt, Woggle? Ja. Woggle! Hä? Wie antwortet ein einfacher Soldat seinem Vorgesetzten? Die Pferde sind getränkt worden, Sir. Setz dich und schlag dir den Bauch voll, solange du noch Zeit dazu hast. Hey, Kate, noch ein Gast für dich. Das habe ich schon selber gemerkt. Seit 3 Monaten haben wir keinen Krieg mehr und schon ist es vorbei mit der Disziplin. Pöbel. Nichts als Pöbel. Ja, leider brauchen wir aber diese Leute vorläufig, um die Indianer in Schach zu halten. Nur, es ist wirklich ein Jammer, dass gebildete Männer wie Sie, dass Offiziere, sich mit solchem Gesindel abgeben müssen. Tja, halt den Mund, mein Junge, und iss lieber auf. Elwood macht euch noch was zum Mitnehmen zurecht. Dankeschön, Kate. In Salt Lake hat man uns gesagt, wir müssten vielleicht mit einem Überfall rechnen. Ausgeschlossen. Sie reisen mit einer Eskorte, Miss Drury. Die Indianer haben sich noch nie an einen Löhnungstransport der Armee herangewagt. Aber es gibt doch manchmal Überfälle. Ja, es kommt vor, auf einen einzelnen Reisenden oder Wagen vielleicht, aber nur sehr selten. Wir haben nämlich einen Vertrag mit den Modaks geschlossen. Und wir betreten ihr Gebiet in der Gegend des Lost River nicht.
Aber es gibt unter Ihnen ein paar Außenseiter im Lavabetland, die manchmal Überfälle auf eigene Faust unternehmen. Es ist für uns fast unmöglich, dieses Gebiet vollkommen zu überwachen. Hör dir dieses Groß mal an. Die hat bestimmt noch keinen Morak von Weitem gesehen. Hey, Sergeant, was sagen Sie dazu? Da bleibt mir die Spucke weg. Ein Südstaatenrebell in Nevada. Nichts zu machen, Birch. Der Krieg ist vorbei. Ist aber doch allerhand, wenn man so einen Menschen frei hier rumlaufen sieht und darf ihn nicht mal einstecken. Machen Sie die Tür von draußen zu. Die Zeiten haben sich verdammt schnell geändert. Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz und machen Sie sich's bequem. Sie sind also einer von den konföderierten Rebellen. Ich bin Kate Fennyman und ich freue mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Ben Lassiter. Das ist meine kleine Tochter Abby. Ach, Herzchen. Hey, Elwood, sieh dir das an. Wir haben einen echten Rebellen hier. Hoffentlich stört es Sie nicht. Elwood und ich haben nämlich noch nie vorher einen wirklichen Rebellen aus der Nähe gesehen. Wo kommen Sie denn her? Stell nicht so viele Fragen. Wie alt bist du, Herzchen? 10. Können Sie denn da gar nichts tun? Was soll ich denn tun, Miss Drury? Der Sergeant hat ja schon gesagt, der Krieg ist vorbei. Ja, und damit ist alles erledigt und wir sollen den Mund halten. 4 Jahre lang haben diese Verräter in unserem Land gemordet und geplündert. Jetzt haben sie sich ergeben und damit soll alles in Ordnung sein. Wir sollen nur vergeben und vergessen. Aber ich bin dafür, dass man sie hängt. Es darf kein einziger von ihnen entkommen. Schon gut, Mrs. Fennyman. Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir sie hier haben. Und wenn sie etwas wünschen, brauchen sie nur zu rufen. Danke. Hat die Dame von uns gesprochen, Daddy? Wie wär's, wenn wir jetzt was essen würden? Haben Sie vielleicht etwas Warmes? Aber natürlich. Ich möchte gern wissen, wie stolz Sie wären, wenn Ihnen diese Verräter einen geliebten Menschen umgebracht hätten. Wenn Sie ein Gasthaus führen, können Sie manchmal was erleben. Da tauchen die lächerlichsten und merkwürdigsten Figuren auf. Aber so benimmt sich eine Dame nicht. Ich warte in der Kutsche. Entschuldigen Sie mich. Doyle, schaffen Sie den Proviant in den Wagen. Wir brechen auf. Ja, Sir. Ihr habt gehört, was der Lieutenant gesagt hat. Vorwärts, Jungs. Alles Gute, bis wir wiederkommen. Danke, Doyle. 4 Wochen wird es dauern. Viel Glück, Rebell. Und sorgen Sie gut für die Kleine. Raues Land da draußen. Danke, Sergeant. Aber sie sorgt für mich. Auf Wiedersehen. Ein netter Mann. Ein reizender Bursch ist das. Aber mit dem Weibsbild, mit dem stimmt irgendetwas nicht ganz. Das habe ich in der ersten Sekunde schon gesehen. Nicht so langweilig, Worrell. Fertig, Nelson? Ich bin fertig und warte. Woran liegt denn, Doyle? An gar nichts, Sir. Also, Patrouille westwärts. Hey. Kennst du mich das nächste Mal wieder? Das war gut, nicht wahr, Daddy? Hat uns lange gefehlt, hä? Nehmen Sie eine Zigarre, ist gut nach dem Essen. Ich stecke mir auch manchmal eine an, wenn es keiner sieht. Es sind bloß noch 4 drin. Danke. Fein. Natürlich. Die bekommen wir aus San Francisco. Na, Kleine, warum machst du denn die weite Reise nach Oregon? Die Schwester meiner Mutter lebt dort. Wir wollten nicht mehr im Süden bleiben, seit Mami tot ist. Daddy meint, dort würden wir glücklich sein. Davon bin ich überzeugt, Herzchen. Sieht ziemlich böse im Süden unten aus. Ja. Es wird zweimal das Gegenteil behauptet, aber viel kann da nach dem Krieg nicht los sein. Wir werden uns schon durchschlagen. Aber natürlich, wir beide schaffen es. Glaubst du, dass ich hier mal baden darf? Haben Sie vielleicht einen Bottich, in dem sich die Kleine ein bisschen waschen kann? Natürlich haben wir sowas. Ich werde sie schrubben, bis sie glänzt wie ein neuer Silberdollar. Hast du gehört? Vielleicht bist du da mehr wert. Elwood, mach einen Bottich voll Wasser warm. Daddy. Sie hätten doch über Nacht hier bleiben sollen. Ein warmes Bett werden Sie nicht mehr finden, bis Sie in Oregon sind. Danke. Wir können bestimmt noch 20 Kilometer reiten, bis es dunkel ist. Sagen Sie mal, wollen Sie vielleicht einen Krug Keulenschlag? Keulenschlag? Texas Whisky. Den habe ich gerade geschmuggelt. Dieser Texas-Schnaps ist zu stark für mich. Och, ihr Rebellen seid wirklich sehr dickköpfig. Kein Wunder, dass der Krieg 4 Jahre gedauert hat. Fertig, Abby?
Ja, Daddy. Wiedersehen, Mrs. Fenniman. Danke für das Bad. Das hält sicher vor, bis ich in Zellin bin. Gott sei mit euch! Grüß den alten, geizigen Pete Alston von mir. Und vielen Dank. Was ist denn los, Kate? Gar nichts, Elwood. Frag nicht immer so viel. Am besten sage ich überhaupt nichts mehr. Daddy, warum sind manche Leute nett zu uns und andere gar nicht? Wie die Dame, die so furchtbare Sachen gesagt hat. Wahrscheinlich glaubt die Dame, dass sie Grund hat, so über mich zu sprechen. So wie sie die Sache ansieht, bin ich eben ein Verräter. Ich wette um einen Monatszoll totes Maultier, das Wiegs nicht mehr kommt. Nein, warum glaubst du denn das? Diese Moraks sind noch da und warten. Da kommt keiner durch. Das weiß Captain Poole doch auch. Vermutlich, aber er ist hier ein Neuling und diese Kampfart lernt man nicht aus Büchern. Dann könnte ihm der Lieutenant doch wenigstens mal Bescheid sagen. Wie hoch wären unsere Verluste, wenn wir versuchen würden, durchzubrechen? Am Tag oder nachts? Ich dachte an morgen früh. Ein Drittel der Männer und die Hälfte der Pferde. Und wenn wir es heute Nacht versuchen? Da wären die Chancen viel besser. Die Modaks kämpfen zwar auch nachts, aber sie treffen uns nicht so leicht. Ich weiß, was Sie jetzt denken, Captain. Eine schwere Entscheidung, die Sie treffen müssen. Sehen Sie mal. Ein reizendes Mädchen. Tja, es war verteufelt schwer, sie hierher zu lotsen. Ich muss damit leider auch Ihre Schwester in Kauf nehmen. Stammt sie aus Ihrer Heimatstadt? Ja, aus Boston. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte sie dort gelassen. Tja, wer weiß. Daddy, sieh mal, da oben. Ich glaube, wir suchen uns jetzt mal ein hübsches, ruhiges Plätzchen zum Schlafen. Was meinst du? Ja. Sieht's doch ganz gemütlich aus. Der Rauch auf dem Berg, sind da oben Indianer? Ach, wo, bestimmt nicht. Das ist bloß ein Buschfeuer. Steig nur ruhig ab, Häschen, und leg deine Decken auf die Erde. Ich werde den Eingang mit Zweigen verschließen, sonst rücken die uns noch aus. Hast du schon gebetet? Für dich, Daddy. Und für Mommy. Thank you.
Ach, nichts, Häschen. Können wir das Pferd behalten? Ja, wir nehmen es mit. Daddy? Mhm. Reiten wir wieder zu Mrs. Fenniman zurück? Sie ist doch so nett zu uns gewesen. Nein, wir reiten jetzt zu Arlton Station. Ich möchte Lieutenant Wieck vor den Indianern warnen. Von jetzt an müssen wir die Augen offen halten. Verstanden? So, jetzt kann's losgehen. Wir müssen auf die Straße, so kommen wir nicht schnell genug vorwärts. Jetzt sind sie doch wohl alle weg. Die Indianer, meine ich. Ja, hoffentlich.
Sie haben mich durchs Knie geschossen. Ich wollte mich nicht bewegen, bevor ich nicht wusste, wer Sie sind. Abby! Bring die Pferde her. Und die anderen? Scheinen alle tot zu sein. Ich habe die Trümmer noch nicht durchsucht. Vogel und Birch waren gerade auf Patrouille gegangen. Und wir anderen waren draußen beim Satteln, als plötzlich ungefähr 8 Indianer über uns herfielen. Ich habe noch gehört, wie Lieutenant Weeks den Frauen was von einem Keller zugeschrien hat. Wo ist der Eingang zum Keller? Im Küchenfußboden ist eine Falktür. Abby, kümmere dich um ihn und bring ihm Wasser. Ich bin gleich wieder da. Martha, da oben ist jemand. Hier ist Bellassita, geben Sie Antwort. Wir sind hier unten. Holen Sie uns heraus. Ich hab's gleich geschafft. Geben Sie mir die Hand. Danke. Oh. Ich danke dir, mein Kind. Wie geht's unseren Patienten? Wir sind nicht viel besser dran als vorher. Wer bringt denn jetzt meine Schwester und mich zu Captain Poole? Ich bastel irgendwas zusammen, damit ihr Bein einen Halt hat. Es sind mehr als 20 Meilen zu Captain Pools Lagerplatz. Das schaffen Sie nicht, wenn Sie mich mitschleppen. Die Sorge müssen Sie mir überlassen. Sollen wir noch lange hier warten? Vielleicht kommen die Modaks wieder. Das Bein muss geschient werden. So lange müssen Sie sich gedulden. Sie werden vermutlich Hunger haben. Der Proviant ist in der Satteltasche. Von Ihnen nehme ich nichts an. Ganz wie Sie wollen, Madame. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Kann ich Ihnen vielleicht etwas helfen? Nein, im Augenblick nicht. Kaum zu glauben, dass die beiden Schwestern sind. Sie könnten nicht verschiedener sein, selbst wenn Sie wollten. Also jetzt geht's los. Abby, hol mir mal ein paar Bretter von da drüben, ungefähr so lang. Ich will ihm eine Schiene machen. Ja, Daddy. Die ist reizend, ihre kleine Abby. Benimmt sich wie eine Dame. Ich bin Nelson Walker. Ich habe einen Transportvertrag mit dem Zahlmeister von Fort Leonard. Mein Name ist Ben Lassiter. Sie waren doch gerade bei Fennimans, als wir ankamen. Ein Glück, dass Sie nicht mit uns weggeritten sind. Ich habe die Bande, die Sie überfallen hat, gestern Nacht gesehen. Sie waren vorher bei Fennimans. Einer von den Brüdern hat uns entdeckt. Er hatte Mrs. Fennimans Zigarrendose bei sich. Der Herr gebe Ihnen Frieden. Es waren gute, liebe Menschen. Die Mitglieder dieser Bande führen auf eigene Faust Krieg. Sie werden selbst von ihrem Stamm gehasst. Wenn sie auf Kriegspfad gehen, überfallen sie in Gruppen aufgeteilt, was ihnen in den Weg kommt. Später treffen sie sich dann in irgendeinem Versteck und verschwinden zusammen im Lava-Betland. Dann sind sie also gewissermaßen organisiert. Wer führt sie an? Ein Halbblut, der heißt Tago. Ist eine Weile Kundschafter bei der Armee gewesen. Nur so lange, bis er wusste, was los ist. Dann ist er mit ungefähr 18 Karabinern abgehauen. Aber so weit wie diesmal hat er sich noch nie vorgewagt. Dieser Captain Poole wird ihn ja wohl erwischen. Vielleicht wird's auch umgekehrt sein. Man braucht nur wenig Männer, um ihn da oben im Canyon festzunageln. Captain Poole hat nur 8 Leute. Und jeder von Tagos Indianern versteht sich besser auf diese Art von Kleinkrieg. Sind Sie richtig, Daddy? Ja, danke. Also, es wird ein bisschen wehtun, aber... Abby, komm, halt mal das Bein fest. So ist's gut. Und jetzt beißen Sie die Zähne zusammen. Sieh dir das an. Mein bestes Kleid. Ein schmutziger Fetzen. Sei doch froh, dass du es überhaupt noch sehen kannst. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Wir müssen Gott dankbar sein, dass wir nicht tot da draußen bei den anderen liegen und du klagst und jammerst. Hast du noch was an mir auszusetzen? Entschuldige bitte, Martha, es war doch nicht böse gemeint, aber du musst... Nein, ich muss nichts. Der einzige Mensch auf der Welt, der uns im Augenblick helfen kann, ist Ben Lassiter. Er hat uns das Leben gerettet. Wir wären ohne ihn verloren gewesen. Du musst ihm dankbar sein. Dieser Rebell hat auf der Seite der Männer gekämpft, die daran schuld sind, dass Walter tot ist. Verlangst du von mir, dass ich das vergesse? Warum hörst du nicht auf, dir selbst etwas vorzumachen? Was meinst du damit? Nichts, gar nichts. Du sagst jetzt, was du damit gemeint hast. Walter hat mir geschrieben, kurz bevor er gefallen ist. Er hatte ein Mädchen in New York während des Urlaubs kennengelernt und geheiratet. Es tut mir leid. Ich wollte es dir eigentlich niemals sagen.
Das hast du dir ja nur ausgedacht. Er hat nicht gewusst, wie er es dir beibringen sollte und bat mich, ihm zu helfen. Aber du hast nichts gesagt. Ich wollte dir nicht wehtun. An dem Tag, an dem der Brief kam, stand Walters Name auf der Gefallenenliste. Ich habe es im tiefsten Grund immer gewusst, dass du eifersüchtig auf mich warst. Und mit deinen Lügen machst du mir nichts vor, weil ich weiß, dass er mich geliebt hat. Bequem so? Ja, vielen Dank. Hier, nehmen Sie die Stricke. Das hast du fein gemacht. Ich möchte nämlich nicht gern runterfahren. Ach, Mr. Lassiter, in dem Wagen da drüben ist eine Geldkiste mit der Löhnung für das Fort. Für Papiergeld haben die Indianer nicht viel übrig. Vielleicht ist das Geld noch drin. Was macht er denn jetzt schon wieder? Wie lange sollen wir denn noch warten? Daddy sucht nach dem Geld. Sie hatten recht. Es ist noch da. Abby, hol einen Futtersack. Du meine Güte, wie viel ist denn das? Weiß ich nicht, Häschen. Auf jeden Fall eine ganze Menge. So. Wir machen es so. Eine der Damen reitet auf dem Maultier, die andere auf dem Pferd. Abby, du nimmst das Indianerpony. Und was machen Sie, Mr. Lassiter? Ich werde zu Fuß gehen. Stimmt irgendwas nicht mit ihm? Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Eins wollen wir gleich klarstellen. Wir haben einen langen und schweren Weg vor uns. Und ich habe keine Lust, mich über Ihre schlechten Manieren zu ärgern. Welchen Rang hatten Sie in Ihrer Armee? Captain in Hoods Brigade. Warum fragen Sie? Oh, nur aus Neugierde. Die hast du es aber gesagt. Warum gibst du hier nicht eins hinten drauf? Abby. So. Fertig? Vorwärts. Keine Sorge um mich, Kindchen. Mir geht's gut. Müssen wir darüber, Daddy? Ja, es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Na, Nelson? Was macht das Knie? Alles in Ordnung. Gut. Wie schaffen wir diese Strecke? Am besten kommt man auf der Wagenstraße über die Berge. Aber wir müssen in Deckung bleiben, wegen der Indianer. Wenn Sie mich auf dem Ding da nicht mitschleppen müssten, würden Sie es leicht schaffen. Es wird auch so gehen. Uns werden Sie nicht los. Außerdem sind Sie Abbys Patient. Stimmt's, Abby? Ich werde schon für ihn sorgen. Meiner Krankenschwester muss ich natürlich folgen. Das wäre also erledigt. Wir klettern zwischen den Felsen durch und halten uns in der Nähe des Wagenpfades. Irgendwo werden wir auch einen Platz zum Ausruhen finden. Nicht wahr, Schwester Abby? Aber klar. Wenn Sie die Entscheidung treffen müssten, was würden Sie tun? Ich würde zuerst an meine Männer denken. Glauben Sie, ich denke an was anderes? Nein, so habe ich sie auch nicht gemeint, Sir. Es ist schlimm. Aber ich glaube nicht, dass Weeks und die anderen jetzt noch am Leben sind. Ich bin überzeugt, dass alles ein teuflisch ausgedachter Plan ist. Tago hat beobachtet, dass Weeks mit dem Transport unterwegs ist und hat ihn überfallen lassen. Er hat im Augenblick nicht so viele Banditen bei sich, um einen offenen Angriff zu riskieren. Er wartet auf die anderen. Es sieht gerade so aus, als ob es ihm Spaß machen würde, da oben zu sitzen und uns festzunageln, bis Verstärkung kommt. Und je länger wir auf den Ausbruch warten, umso schwerer wird es für uns. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir zwei Verwundete haben, die wir nicht transportieren können. Wenn wir alle tot sind, hilft es Ihnen auch nichts. Können Sie was erkennen? Ja, das ist Tago, er steht. Ne? Wenn wir den schnappen könnten, wäre alles erledigt. Kann sein, aber Sie kommen in dem Canyon gar nicht ran an den Burschen. Der kennt sich hier viel besser aus. Was meinst du, wie groß die Entfernung ist? So ungefähr 400 Meter. Den triffst du nicht mit einer Knarre. Jetzt pass mal auf. Ich ziele direkt auf seinen Kopf.
Na, hoffentlich hat er keinen Schreck bekommen. Er ist eingeschlafen, Daddy. Ja. Und du musst dich jetzt auch schlafen legen, mein Häschen. Ja, ich bin müde, Daddy. Aber ich glaube, die Wunde ist schlimmer geworden. Er wollte überhaupt nichts essen und sein Kopf ist ganz heiß. Ja, du hast recht. Ich hole Wasser. Mr. Lassiter. Ja? Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ja, was für einen, Madam? Dieser Mann hat offensichtlich große Schmerzen. Und von dem Holpern auf dem Weg können sie noch schlimmer werden. Ja, und? Wäre es nicht besser für uns alle, wenn wir es ihm hier so bequem wie möglich machen würden? Und dann weiterreiten, bis wir irgendjemanden finden, der ihn mit einem Wagen holt? Ich bin überzeugt, dass Sie es gut mit ihm meinen. Aber an Ihrem Vorschlag gefällt mir Verschiedenes nicht. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Und selbst wenn wir es wüssten, dann käme die Hilfe für ihn zu spät. Haben Sie vielleicht noch mehr Vorschläge dieser Art? Seien Sie doch nicht so unvernünftig. Er hält uns in diesem Zustand doch nur auf. Er bringt uns alle in Gefahr, nur weil er nicht laufen kann. Ich finde, Ihr Benehmen uns gegenüber einfach rücksichtslos. Sie setzen unser Leben aufs Spiel für einen Mann, der sowieso bald stirbt. Martha! Wie kannst du nur so etwas sagen? Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie ohne diesen Mann immer noch im Keller säßen? Sie hat ganz recht, Mr. Lassiter. Es geht mir wirklich nicht gut. Und ich will nicht, dass Sie mich weiter mitschleppen. Schlagen Sie sich durch und lassen Sie mich dann holen. Ich sehe mir mal die Wunde an. Ich weiß es. Ich weiß es schon seit heute Nachmittag. Wir reiten gleich weiter. Mr. Lassiter! Sie fühlen sich anscheinend vollkommen sicher und nehmen nicht an, dass Sie beobachtet werden. Modax? Mhm. Irgendwas ist merkwärtig an diesem Lagerfeuer. Sie trinken wahrscheinlich Whisky und verteilen die Beute, die Sie heute gemacht haben. Wenn Sie betrunken sind, sind Sie für uns nicht mehr so gefährlich. Ich habe eine Idee. Was hast du denn vor, Daddy? Das wirst du schon sehen. Halt nur fest den Daumen, dass alles klappt. Geh jetzt und mach die Pferde fertig. Aber schnell. Das gibt eine großartige Sprengladung. So. Das dürfte genügen. Ja, bestimmt. Wenn das Ding hochgeht, hören die Modax die Engel im Himmel singen. Hier. Und da ist Wasser. Jetzt genau zu, was ich sage. Wenn die Ladung hochgegangen ist, versuche ich eins von Ihren Pferden zu kriegen. Wenn es gelingt, treffe ich euch oben auf der Straße. So wie ihr die Explosion hört, jagt ihr im Galopp vorbei und haltet nicht einen Augenblick an, was auch immer passiert. Verstanden? Aber Daddy! Ihr haltet nicht einen Augenblick an, Häschen, was auch passiert. Hast du verstanden? Ja, Daddy. Mr. Lassiter. Wenn wirklich etwas passiert, sorge ich für Abby. Das verspreche ich Ihnen. Ich bleibe bei ihr. Danke.
Aufzug, gell? Warum wirft er die Sprengladung nicht? Worauf wartet er noch? Sie mich nicht im Stich. Ich setze Sie aufs Pferd. Kommen Sie. Nein. Es hat keinen Sinn. Ich schaffe es nicht. Halt, Captain. Ich habe mir immer gewünscht, einem Rebellenoffizier einen Befehl zu erteilen. Steigen Sie sofort auf Ihr Pferd und machen Sie, dass Sie von hier wegkommen. Das tue ich nicht. Ich kann Sie hier nicht einfach hilflos liegen lassen und ausrücken. Wenn Sie mir nicht gehorchen, dann mache ich Schluss. Dann geht es sowieso nicht mehr weiter. Sie müssen sich jetzt um Ihre kleine Abby kümmern. Sie dürfen Ihr Leben nicht wegwerfen, um einen alten Mann zu retten. Ich verkrieche mich zwischen den Felsen und ruhe mich aus. Und wenn Sie Captain Poole gefunden haben, wird er ein paar Männer schicken, die mich abholen. Vielleicht haben Sie recht. Ich bin einverstanden. Ich will nur noch... Nein, Captain. Darauf falle ich nicht rein. Sie wollen nur versuchen, mir den Revolver wegzunehmen. Nelson. Ich komme schon durch. Halten Sie los. Aber worauf wollen Sie denn noch warten? Auf Wiedersehen, Nelson. Ich weiß es nicht. Komm.
Ich glaube allmählich, dass wir es doch noch schaffen. Mr. Lasseter. Bitte nennen Sie mich Ben. Ben. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben. Und Martha ist es auch, auf ihre Art. Es fällt ihr nur so schwer, die richtigen Worte dafür zu finden. Wir können uns bald ausruhen, Häschen. Nur nicht auf dem offenen Gelände hier. Halt! Er hat uns bestimmt gesehen. Ihr drei reitet rüber ins Gebüsch und geht in Deckung. Er wird sie umbringen. Martha, komm, wir müssen hier weg. Mr. Lassiter! Martha, komm doch! Du kannst hierbleiben, wenn du willst. Aber ich sehe nach, was los ist. Na schön. Oh, Mr. Lassiter. Schon gut. Sieh mal an. Sie haben es tatsächlich geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Der Rebell, sein Kind und die Weiber. Wie haben die sich bloß durchgeschlagen? Weiß ich auch nicht. Aber sie haben Pferde, das weiß ich. Komm, wir schneiden ihnen den Weg ab. Wartet hier. Ja, wir haben zwei Tage nichts gegessen. Birch, geh rüber und löse den Rebellen ab. Du hast sowieso schon wieder viel zu viel gefressen. Na schön. Müssen Sie das tun? Was denn? Martha, bitte lass den Mann in Ruhe. Du bist schuld daran, dass ich hier bin. Dass ich so ungepflegt sein muss und schmutzig. Ein zivilisierter Mensch unter lauter Wilden. Die spinnt wohl. Dreckiges Schwein. Sind Sie denn noch nicht kuriert? Ich weiß, was Sie bei Fenimans für eine Bemerkung über einfache Soldaten gemacht haben. Dreckiges Schwein, sagt die zu mir. Ich möchte Sie gerne mal an einem Machterfall erleben, meine Dame. Dann wären Sie froh, wenn Sie von diesem Schwein gerettet würden. Seien Sie jetzt bitte still. Ich habe etwas für dich aufgehoben, Daddy. Danke. Schade. Wenn wir Feuer machen könnten, würden wir uns einen Kaffee kochen. Ja, den können wir brauchen. Vogel,
Hm? Glauben Sie, dass Captain Poole schon weiß, dass Ihre Gruppe überfallen worden ist? Nein, woher denn? Ich war mit Birch doch gerade auf dem Weg zu ihm. Da haben uns die Indianer die Pferde unterm Hintern abgeknallt. Wir haben noch Glück gehabt. Dieser Tago ist gar nicht so dumm. Hat den Captain in der Zange und sitzt da oben und wartet auf Verstärkung. Und er kann von mir aus ewig da sitzen bleiben. Warum riskiert er keinen Überfall? Weil seine Bande nicht beisammen hat. Während die eine Hälfte Pole festnagelt, machen die übrigen einen Raubzug. Aber wenn die wieder zurück sind, dann fallen sie über das Lager her. Und wenn sie nicht mehr zurückkommen? Dann können sie nur da sitzen bleiben und versuchen, Mann für Mann abzuknallen, wenn nicht jemand Tago schnappt. Wenn sie mich fragen, mir ist es ganz egal, was dabei rauskommt. Ich hab's satt, die blöde Affenjacke zu tragen, um meinen Kopf für nichts hinzuhalten. Die Löhnung ist im Eimer und jetzt gibt's wieder mal nur Gutscheine, für die man nicht mal eine Flasche Whisky kaufen kann. Oh nein, wir haben das Geld für Sie gerettet. Das ist ja interessant. Und wo haben Sie es entdeckt? In der Geldkiste, im Wagen. Ich hab's vergraben. Fein. Wo denn? Neben Alstons Haus. Ja, es wäre doch zu gefährlich gewesen, es unter diesen Umständen mitzunehmen. Ja, natürlich. Da haben Sie ganz recht. Was meinen Sie, was wir tun sollen? Ist es riskant, wenn wir weiterreiten? Tja, Madame, das weiß ich auch nicht. Ist was passiert, Birch? Keine Bewegung. Was ist denn los? Hol die Verrückte hierher. Und Sie gehen rüber zu Ihrem Balk. Vorwärts. Na los, Gnädigste. Sie sehen doch, dass sie krank ist. Sie wird nicht lange krank sein. Unser Rebell hat die Löhnung für das vorgefunden. Und hat gemeint, er könnte die Beute einfach einstecken. Das ist gelogen. Wir wollten es der Armee zurückgeben. Natürlich. Deswegen hat er auch behauptet, er hätte es vergraben. Wo ist das Geld versteckt? Wo ist es? In einem Futtersack an der Satteltasche. Also richtig geraten. Hol die Pferde, nimm zwei für uns und jag die anderen weg. Nein, nein, das können Sie nicht. Das gehört mir. Abby. Und jetzt dreht ihr euch alle um. Los, drehen Sie sich um. Sie haben jetzt, was Sie wollen, Moggle. Machen Sie endlich Schluss. Das ist ja meine Absicht. Sie können uns nicht einfach ohne Grund ermorden. Sei vernünftig, Moggle. Wir nehmen das Geld und machen uns auf die Socken. Du hast ja keine Ahnung. Die dürfen nicht durchkommen, sonst sind wir erledigt. Desertieren ist was anderes als Leute umbringen. Das mache ich nicht. Das verlangt ja auch keiner. Schluss jetzt. Ich will nicht, dass du sie umbringst. Vielleicht hast du recht. Ohne Pferde und ohne Gewehr kommen sie ja sowieso nicht weit. Gib mir meinen Anteil an dem Geld, falls wir unterwegs nicht zusammenbleiben. Na ja, natürlich, gleich. Pass auf sie auf. Birch, hier hast du deinen Anteil. Was ist denn? Aber Bess, Sie dürfen nicht weinen. Oh, Ben, ich dachte, ich könnte ihr helfen. Aber es war alles zu viel für Sie. Ich wollte Martha von Boston wegbringen. So wie Sie Abby nach Oregon bringen wollen. In eine andere Welt unter andere Menschen. Ich habe auch gedacht, dass mich in Fort Klamath mein Glück erwartet. Jetzt ist alles verloren. Nein. Sie müssen Vertrauen zu mir haben. Glauben Sie, dass ich Abbys Leben einfach aufgebe? Wir schlagen uns durch. Alle miteinander. Und jetzt putzen Sie sich die Nase und helfen Martha aufs Pferd.
Danke, Corporal. Dem Verwundeten geht's schlecht. Essen Sie doch mal was, Sir. Ich habe Bohnen aufgewärmt. Dann gebe ich sie den Männern. Los, hinter die Felsen! Wir müssen hier raus aus der Klemme. Geben Sie es weiter, Wheeler. Wir brechen noch heute Nacht aus. Ja, Sir. Ben, sie fällt runter. Sie wird sich wieder erholen. Viel hat er nicht davon gehabt. Daddy, sind das die Indianer? Schon möglich. Sie können uns vielleicht von den Felsen dort oben sehen, Daddy. Ja, wir müssen Deckung suchen. Und das Pferd hier lassen. Zäum es ab. Martha, komm, wir müssen jetzt gehen. Nein, ich kann nicht. Wir müssen weiter. Lass mich los. Martha, bitte. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los. Martha, kommen Sie. Vorwärts. Komm, Abby. Travis, Sie fahren den Wagen. Corporal Wheeler reitet als Schutz mit. Passen Sie auf. Sie werden versuchen, das Gespann abzuschießen. Also bleiben Sie dicht hinter uns. Ja, Sir, ich weiß Bescheid. Keine Angst, ich bin gleich wieder da. Bald im Lager? Das weiß ich nicht, Essin. Wenn uns Indianer überfallen, laufe ich von euch weg, um zu lenken. Aber ihr müsst zusammenbleiben und müsst versuchen, das Lager zu finden. Verstanden? Mhm. Gut, dann komm. Merkwürdig. Da stimmt was nicht. Was meinen Sie, Wheeler? Die würden sich nicht verraten, wenn sie was vorhätten. Nein. Oh.
alles in Ordnung? Kommt. Los. Nicht uns. Was sollen wir jetzt machen? Was ich vorhin gesagt habe. Ich laufe weg und lenke sie ab. Nein, das dürfen Sie nicht. Es muss aber sein. Es ist die einzige Chance, die wir noch haben. Zurück auf eure Posten. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, Captain. Nur ein Streifschuss. Wo sind unsere Leute, Bess? Und Martha? Sie ist noch da oben, Howard. Und Lieutenant Weeks? Weeks und fünf Mann sind bei einem Indianerüberfall erschossen worden. Nelson war noch am Leben, aber ich musste ihn zurücklassen. Bertsch und Woggle sind auch tot, aber das ist eine andere Geschichte. Sie werden mir die Geschichte erzählen. Weshalb sind Sie gestorben? Wegen der Löhnung für das Fort. Wo ist die Löhnung jetzt? Nicht weit weg. Ich kann Sie hinführen. Das werden Sie auch tun müssen. Alles, was er gesagt hat, ist wirklich wahr. Aber Bess, du kannst nicht verlangen, dass ich diesem Mann glaube. Aber du glaubst mir doch, Howard. Selbstverständlich. Wir reden allein über diese Sache. Travis, bringen Sie sie hinter den Wagen und machen Sie es Ihnen so bequem wie möglich. Ja, Sir. Und ihr bleibt alle in Deckung. Komm, mein Kind, komm. Wissen Sie, wir haben uns ja gedacht, dass Weeks nicht mehr wiederkommt, aber der Captain wollte es einfach nicht glauben. Es war ein schwerer Schlag für ihn, dass es nun doch so gekommen ist. Glauben Sie, dass Miss Drurys Schwester vielleicht doch noch entkommen ist? Liebling, geh hinter den Wagen und hilf Miss Bess, ja? Keine Angst, ich komme gleich nach. Geh jetzt. Ich brauche ein Gewehr. Wissen Sie auch, was Sie tun? Vorläufig habe ich meinen Verstand noch. Wie viel Mann wird Hago nach Ihrer Schätzung bei sich haben? Sie müssen doch vorhin dicht hinter Ihnen gewesen sein. Ich weiß nicht, aber ich habe mit Nelson ungefähr 8 von der Bande erledigt. Die fallen aus. Also 8 Leute weniger, das ändert natürlich die Sachlage. Das wird wohl auch für Hago eine Überraschung sein. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Sie war schon eingeschlafen, bevor ich sie zugedeckt hatte, Ben. Sie müssen auch versuchen zu schlafen, solange wir noch hier sind. Das wird genügen, Travis. Danke. Sie und Wheeler beziehen jetzt sofort wieder ihre Posten. Ja, Sir. Bess, wir können im Augenblick nichts unternehmen. Ich weiß. Es ist nur so furchtbar für mich, Howard.
Ich habe das Gefühl, dass ich schuld bin. Nein. Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen. Sie haben für Sie getan, was Sie konnten. Daran müssen Sie immer denken. Howard. Howard, bitte sei mir nicht böse. Ich muss dir jetzt etwas sagen. Ich hab's vom ersten Augenblick an gewusst. Du liebst diesen Mann, nicht wahr, Bess? Ja, verzeih mir bitte. Ich weiß nicht, wie ich dir alles sagen soll, damit du mich wirklich verstehst. Es ist so viel geschehen inzwischen auf dem Weg zu dir. Hast du ihm gesagt, dass wir heiraten wollten? Nein, kein Wort. Kannst du mir verzeihen, Howard? Ich wollte dir nicht wehtun. Haben Sie auch genug Patronen bei sich? Ja, natürlich. Wie sieht dieser Tago aus? Groß, breit, mit langem Haar, trägt eine Soldatenmütze. Wir haben ihn da oben auf dem Felsen ein paar Mal durchs Fernrohr beobachtet. Danke. Ein Wort weggegangen. Ich habe nichts damit zu tun. Er hat das verrückte Unternehmen mit Jamieson ausgeheckt. Es könnte klappen, wenn er den Anführer der Bande zuerst erwischt. Wann kommt er denn wieder? Kann nicht mehr lange dauern, Herzchen. Kommen wir mit dem Kind da drüben hin. Hier wird euch nichts passieren. Da oben bewegt sich was, Sir. Stehen Sie auf dem Felsen. Fertig machen. Thank you.
Vielen Dank für das Gewehr. Ein Maultier. Ich kenne ein kleines Mädchen, das sehr glücklich sein wird, wenn es dich wieder sieht. Komm, Gas. Ich bekomme natürlich erst den zweiten Kuss. Hm? Hier, gib ihm was zu fressen. Wir hatten sie aus den Augen verloren. Ist Tago entwischt? Nein, Sir. Ben hat ihn erledigt. Wir haben Martha gefunden. Es kann nicht schwer für sie gewesen sein. Ich reite mit Jamison zu dem Platz, wo die Löhnung vergraben ist. Aber ich hole sie wieder ein, bevor wir nach Fort Clemens kommen. Und dann möchte ich mit ihnen reden. Reden? Worüber denn? Ich glaube, bis dahin wird Ihnen und Abby etwas eingefallen sein. Abby! Das arme Maultier braucht doch Wasser. Komm, wir gehen, Gus. Ich glaube, wir beide sind hier überflüssig. Ach, nichts, Häschen. Können wir das Pferd behalten? Ja, wir nehmen es mit. Daddy? Mhm. Reiten wir wieder zu Mrs. Fenniman zurück? Sie ist doch so nett zu uns gewesen. Nein, wir reiten jetzt zu Arlson Station. Ich möchte Lieutenant Wieg vor den Indianern warnen. Von jetzt an müssen wir die Augen offen halten. Verstanden? So, jetzt kann's losgehen. Wir müssen auf die Straße, so kommen wir nicht schnell genug vorwärts. Jetzt sind sie doch wohl alle weg. Die Indianer, meine ich. Ja, hoffentlich. Thank you.
treiben wir denn an? Jetzt ist alles verloren. Nein. Sie müssen Vertrauen zu mir haben. Glauben Sie, dass ich Abbys Leben einfach aufgebe? Wir schlagen uns durch. Alle miteinander. Und jetzt putzen Sie sich die Nase und helfen Martha aufs Pferd. Verwundeten geht's schlecht. Essen Sie doch mal was, Sir. Ich habe Bohnen aufgewärmt. Dann gebe ich sie den Männern. Los, hinter die Felsen! Wir müssen hier raus aus der Klemme. Geben Sie es weiter, Wheeler. Wir brechen noch heute Nacht aus. Ja, Sir. Ben, sie fällt runter. Sie wird sich wieder erholen. Viel hat er nicht davon gehabt. Daddy, sind das die Indianer? Schon möglich. Sie können uns vielleicht von den Felsen dort oben sehen, Daddy. Ja, wir müssen Deckung suchen. Und das Pferd hier lassen. Zäum es ab. Martha, komm, wir müssen jetzt gehen. Nein, ich kann nicht mehr. Wir müssen weiter. Lass mich los. Martha, bitte. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los. Martha, kommen Sie. Vorwärts. Komm, Abby. Travis, Sie fahren den Wagen. Also, jetzt geht's los. Abby, hol mir mal ein paar Bretter von da drüben, ungefähr so lang. Ich will ihm eine Schiene machen. Ja, Daddy. Die ist 13, ihre kleine Abby. Benimmt sich wie eine Dame. Ich bin Nelson Walker. Ich habe einen Transportvertrag mit dem Zahlmeister von Fort Lennart. Mein Name ist Ben Lasseter. Sie waren doch gerade bei Fennimans, als wir ankamen. Ein Glück, dass Sie nicht mit uns weggeritten sind. Ich habe die Bande, die Sie überfallen hat, gestern Nacht gesehen. Sie waren vorher bei Fennimans. Einer von den Brüdern hat uns entdeckt. Er hatte Mrs. Fennimans Zigarrendose bei sich. Der Herr gebe Ihnen Frieden. Es waren gute, liebe Menschen. Die Mitglieder dieser Bande führen auf eigene Faust Krieg. Sie werden selbst von ihrem Stamm gehasst. Wenn sie auf Kriegspfad gehen, überfallen sie in Gruppen aufgeteilt, was ihnen in den Weg kommt. Später treffen sie sich dann in irgendeinem Versteck und verschwinden zusammen im Lava-Betland. Dann sind sie also gewissermaßen organisiert. Wer führt sie an? Ein Halbblut, der heißt Tago. Ist eine Weile Kundschafter bei der Armee gewesen. Nur so lange, bis er wusste, was los ist. Dann ist er mit ungefähr 18 Karabinern abgehauen. Aber so weit wie diesmal hat er sich noch nie vorgewagt. Dieser Captain Poole wird ihn ja wohl erwischen. Vielleicht wird's auch umgekehrt sein. Man braucht nur wenig Männer, um ihn da oben im Canyon festzunageln. Captain Poole hat nur 8 Leute. Und jeder von Tagos Indianern versteht sich besser auf diese Art von Kleinkrieg. Sind die richtig, Daddy? Ja, danke. Also, es wird ein bisschen wehtun, aber... Abby, komm, halt mal das Bein fest. So ist's gut. Und jetzt beißen Sie die Zähne zusammen. Sieh dir das an. Mein bestes Kleid. Ein schmutziger Fetzen. Sei doch froh, dass du es überhaupt noch sehen kannst. Ich weiß nicht, was du damit meinst.
Wir müssen Gott dankbar sein, dass wir nicht tot da draußen bei den anderen liegen und du klagst und jammerst. Hast du noch was an mir auszusetzen? Entschuldige bitte, Martha, es war doch nicht böse gemeint, aber du musst... Nein, ich muss nichts. Der einzige Mensch auf der Welt, der uns im Augenblick helfen kann, ist Ben Lasseter. Er hat uns das Leben gerettet. Wir wären ohne ihn verloren gewesen. Du musst ihm dankbar sein. Dieser Rebell hat auf der Seite der Männer gekämpft, die daran schuld sind, dass Walter tot ist. Verlangst du von mir, dass ich das vergesse? Warum hörst du nicht auf, dir selbst etwas vorzumachen? Was meinst du damit? Nichts, gar nichts. Du sagst jetzt, was du damit gemeint hast. Walter hat mir geschrieben, kurz bevor er gefallen ist. Er hatte ein Mädchen in New York während des Urlaubs kennengelernt und geheiratet. Es tut mir leid. Ich wollte es dir eigentlich niemals sagen. Das hast du dir ja nur ausgedacht. Er hat nicht gewusst, wie er es dir beibringen sollte und bat mich, ihm zu helfen. Aber du hast nichts gesagt. Ich wollte dir nicht wehtun. An dem Tag, an dem der Brief kam, stand Walters Name auf der Gefallenenliste. Ich habe es im tiefsten Grund immer gewusst, dass du eifersüchtig auf mich warst. Und mit deinen Lügen machst du mir... Wir reden allein über diese Sache. Travis, bringen Sie sie hinter den Wagen und machen Sie es Ihnen so bequem wie möglich. Ja, Sir. Und ihr bleibt alle in Deckung. Komm, mein Kind, komm. Wissen Sie, wir haben uns ja gedacht, dass Weeks nicht mehr wiederkommt, aber der Captain wollte es einfach nicht glauben. Es war ein schwerer Schlag für ihn, dass es nun doch so gekommen ist. Glauben Sie, dass Miss Drurys Schwester vielleicht doch noch entkommen ist? Liebling, geh hinter den Wagen und hilf Miss Bess, ja? Keine Angst, ich komme gleich nach. Geh jetzt. Ich brauche ein Gewehr. Wissen Sie auch, was Sie tun? Vorläufig habe ich meinen Verstand noch. Wie viel Mann wird Hago nach Ihrer Schätzung bei sich haben? Sie müssen doch vorhin dicht hinter Ihnen gewesen sein. Ich weiß nicht, aber ich habe mit Nelson ungefähr 8 von der Bande erledigt. Die fallen aus. Also 8 Leute weniger, das ändert natürlich die Sachlage. Das wird wohl auch für Tage eine Überraschung sein. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Sie war schon eingeschlafen, bevor ich sie zugedeckt hatte, Ben. Sie müssen auch versuchen zu schlafen, solange wir noch hier sind. Das wird genügen, Travis. Danke. Sie und Wheeler, wir ziehen jetzt sofort wieder Ihre Posten. Ja, Sir. Bess, wir können im Augenblick nichts unternehmen. Ich weiß. Es ist nur so furchtbar für mich, Howard. Ich habe das Gefühl, dass ich schuld bin. Nein. Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen. Sie haben für Sie getan, was Sie konnten. Daran müssen Sie immer denken. Howard. Howard, bitte sei mir nicht böse. Ich muss dir jetzt etwas sagen. Ich habe es vom ersten Augenblick an gewusst. Du liebst diesen Mann, nicht wahr, Bess? Ja, verzeih mir bitte. Ich weiß nicht, wie ich dir alles sagen soll, damit du mich wirklich verstehst. Es ist so viel geschehen inzwischen auf dem Weg zu dir. Hast du ihm gesagt, dass wir heiraten wollten? Nein, kein Wort. Kannst du mir verzeihen, Howard? Ich wollte dir nicht wehtun. Haben Sie auch genug Patronen bei sich? Ja, natürlich. Wie sieht dieser Tage aus? Groß, breit, mit langem Haar, trägt eine Soldatenmütze. Wir haben ihn da oben auf dem Felsen ein paar Mal durchs Fernrohr beobachtet. Keine Angst, ich bin gleich wieder da. Indianer gesehen? Nein.
Aber da unten sind irgendwo Pferde. Sind wir bald im Lager? Das weiß ich nicht, Essin. Wenn uns Indianer überfallen, laufe ich von euch weg, um zu lenken. Aber ihr müsst zusammenbleiben und müsst versuchen, das Lager zu finden. Verstanden? Mhm. Gut, dann komm. Merkwürdig. Da stimmt was nicht. Was meinen Sie, Wieler? Die würden sich nicht verraten, wenn sie was vorhätten. Nein. Kommt ihr denn wieder? Kann nicht mehr lange dauern, Herzchen. Komm, geh mit dem Kind da drüben hin. Hier wird euch nichts passieren. Da oben bewegt sich was, Sir. Jetzt stehen sie auf dem Felsen. Thank you.
Oh, der Teufel! Sag dem Lieutenant, ich wollte auch was essen. Die würden mich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Komisch, seit 6 Monaten komme ich regelmäßig hier vorbei und ich glaube, der Indianer kennt mein Gesicht immer noch nicht. Marsch, geh zurück, Monty. Von Fennimans Gasthaus, hier, bringen wir Sie zur Poststation Elston. Dort kommen wir heute Abend an. Wenn wir morgen früh rechtzeitig aufbrechen, können wir ungefähr um die Mittagszeit mit Captain Pools Kompanie zusammentreffen. Hier, am 3 Krieg. Von da aus geleitet er uns nach Oregon und in ein paar Tagen sind wir in Fort Klamath in Ihrer neuen Heimat, Miss Drury. Ich glaube, ich könnte mich niemals heimisch fühlen in diesem wilden Land. Und wenn meine Schwester verheiratet ist, dann reise ich weiter nach San Francisco. Ich weiß, dass es selbstverständlich nicht so zivilisiert sein wird wie unser früheres Zuhause, aber... Kannst du nicht ein bisschen schneller laufen, du Faulpelz? Los, geh raus und hol Holz. Soldat draußen will auch was essen. Birch, lösen Sie Vogel ab. Ich bin noch nicht fertig, Lieutenant. Sie sind fertig. Lösen Sie Vogel ab. Geh schon. Ja, Sir. Kaffee? Ich möchte lieber Tee und recht stark. Elwood, haben wir noch von dem Tee vom vorigen Jahr übrig? Tee? Danke, lassen Sie nur. Ich trinke Kaffee. Eines Tages werde ich mich doch daran gewöhnen müssen. Nehmen Sie auch eine Tasse? Ja, danke, gern. Danke. Sie träumen von den Augen. Ja, entschuldigen Sie, das war sehr unhöflich. Für das Bad. Das hält sicher vor, bis ich in Zellin bin. Gott sei mit euch! Grüß den alten, geizigen Pete Alston von mir. Und vielen Dank. Was ist denn los, Kate? Gar nichts, Elwood. Frag nicht immer so viel. Am besten sage ich überhaupt nichts mehr. Daddy, warum sind manche Leute nett zu uns und andere gar nicht? Wie die Dame, die so furchtbare Sachen gesagt hat. Wahrscheinlich glaubt die Dame, dass sie Grund hat, so über mich zu sprechen. So wie sie die Sache ansieht, bin ich eben ein Verräter. Ich wette, um einen Monat soll totes Maultier, das Wiegs nicht mehr kommt. Nein, warum glaubst du denn das? Diese Modaks sind noch da und warten. Da kommt keiner durch. Das weiß Captain Poole doch auch. Vermutlich, aber er ist hier ein Neuling und diese Kampfart lernt man nicht aus Büchern. Dann könnte ihm der Lieutenant doch wenigstens mal Bescheid sagen. Wie hoch wären unsere Verluste, wenn wir versuchen würden, durchzubrechen? Am Tag oder nachts? Ich dachte an morgen früh. Ein Drittel der Männer und die Hälfte der Pferde. Und wenn wir es heute Nacht versuchen? Da wären die Chancen viel besser. Die Modaks kämpfen zwar auch nachts, aber sie treffen uns nicht so leicht. Ich weiß, was Sie jetzt denken, Captain. Eine schwere Entscheidung, die Sie treffen müssen. Sehen Sie mal. Ein reizendes Mädchen. Tja, es war verteufelt schwer, sie hierher zu lotsen. Ich muss damit leider auch Ihre Schwester in Kauf nehmen. Stammt sie aus Ihrer Heimatstadt? Ja, aus Boston. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte sie dort gelassen. Tja, wer weiß. Daddy, sieh mal, da oben. Ich glaube, wir suchen uns jetzt mal ein hübsches, ruhiges Plätzchen zum Schlafen. Was meinst du? Ja. Thank you.
Du kannst hierbleiben, wenn du willst. Aber ich sehe nach, was los ist. Na schön. Oh, Mr. Lassiter. Schon gut. Sieh mal an. Sie haben es tatsächlich geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Der Rebell, sein Kind und die Weiber. Wie haben die sich bloß durchgeschlagen? Weiß ich auch nicht. Aber sie haben Pferde, das weiß ich. Komm, wir schneiden ihnen den Weg ab. Wartet hier. Ja, wir haben zwei Tage nichts gegessen. Bertsch, geh rüber und löse den Rebellen ab. Du hast sowieso schon wieder viel zu viel gefressen. Na schön. Müssen Sie das tun? Was denn? Martha, bitte lass den Mann in Ruhe. Du bist schuld daran, dass ich hier bin. Dass ich so ungepflegt sein muss und schmutzig. Ein zivilisierter Mensch unter lauter Wilden. Die spinnt wohl. Dreckiges Schwein. Sind Sie denn noch nicht kuriert? Ich weiß, was Sie bei Fenimans für eine Bemerkung über einfache Soldaten gemacht haben. Dreckiges Schwein, sagt die zu mir. Ich möchte Sie gerne mal an einem Machterfall erleben, meine Dame. Dann wären Sie froh, wenn Sie von diesem Schwein gerettet würden. Seien Sie jetzt bitte still. Ich habe etwas für dich aufgehoben, Daddy. Danke. Schade. Wenn wir Feuer machen könnten, würden wir uns einen Kaffee kochen. Ja, den können wir brauchen. Vogel? Hm? Glauben Sie, dass Captain Poole schon weiß, dass Ihre Gruppe überfallen worden ist? Nein, woher denn? Ich war mit Birch doch gerade auf dem Weg zu ihm. Da haben uns die Indianer die Pferde unterm Hintern abgeknallt. Wir haben noch Glück gehabt. Dieser Tago ist gar nicht so dumm. Hat den Captain in der Zange und sitzt da oben und wartet auf Verstärkung. Und er kann von mir aus ewig da sitzen bleiben. Warum riskiert er keinen Überfall? Weil seine Bande nicht beisammen hat. Während die eine Hälfte Pol festnagelt, machen die übrigen einen Raubzug. Aber wenn die wieder zurück sind, dann fallen sie über das Lager her. Und wenn sie nicht mehr zurückkommen? Dann können sie nur da sitzen bleiben und versuchen, Mann für Mann abzuknallen. Ich bringe euch noch was. Travis, ich wette um einen Monat soll totes Maultier, dass Wiegs nicht mehr kommt. Nein, warum glaubst du denn das? Diese Modaks sind noch da. Und warten, da kommt keiner durch. Das weiß Captain Poole doch auch. Vermutlich, aber er ist hier ein Neuling und diese Kampfart lernt man nicht aus Büchern. Dann könnte ihm der Lieutenant doch wenigstens mal Bescheid sagen. Wie hoch wären unsere Verluste, wenn wir versuchen würden, durchzubrechen? Am Tag oder nachts? Ich dachte an morgen früh. Hm. Ein Drittel der Männer und die Hälfte der Pferde. Und wenn wir es heute Nacht versuchen? Da wären die Chancen viel besser. Die Modaks kämpfen zwar auch nachts, aber sie treffen uns nicht so leicht. Ich weiß, was Sie jetzt denken, Captain. Eine schwere Entscheidung, die Sie treffen müssen. Sehen Sie mal. Ein reizendes Mädchen. Tja, es war verteufelt schwer, sie hierher zu lotsen. Ich muss damit leider auch Ihre Schwester in Kauf nehmen. Stammt sie aus Ihrer Heimatstadt? Ja, aus Boston. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte sie dort gelassen. Tja, wer weiß. Ich glaube, wir suchen uns jetzt mal ein hübsches, ruhiges Plätzchen zum Schlafen. Was meinst du? Ja. Ah, hier sieht's doch ganz gemütlich aus. Thank you.
Rauch auf dem Berg, sind da oben Indianer? Ach, wo, bestimmt nicht. Das ist bloß ein Buschfeuer. Steig nur ruhig ab, Häschen, und leg deine Decken auf die Erde. Ich werde den Eingang mit Zweigen verschließen, sonst rücken die uns noch aus. Hast du schon gebetet? Für dich, Daddy. Und für Mommy. Mr. Lasseter. Bitte nennen Sie mich Ben. Ben. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben. Und Martha ist es auch, auf ihre Art. Es fällt ihr nur so schwer, die richtigen Worte dafür zu finden. Ich bin so müde, Daddy. Und ich glaube, Gas auch. Wir können uns bald ausruhen, Häschen. Nur nicht auf dem offenen Gelände hier. Halt! Er hat uns bestimmt gesehen. Ihr drei reitet rüber ins Gebüsch und geht in Deckung. Er wird sie umbringen. Martha, komm, wir müssen hier weg. Mr. Lassiter, Martha, komm doch. Du kannst hierbleiben, wenn du willst. Aber ich sehe nach, was los ist. Na schön. Oh, Mr. Lassiter. Schon gut. Sie haben mich durchs Knie geschossen. Ich wollte mich nicht bewegen, bevor ich nicht wusste, wer Sie sind. Abby! Bring die Pferde her! Und die anderen? Scheinen alle tot zu sein. Ich habe die Trümmer noch nicht durchsucht. Vogel und Birch waren gerade auf Patrouille gegangen. Und wir anderen waren draußen beim Satteln, als plötzlich ungefähr 8 Indianer über uns herfielen. Ich habe noch gehört, wie Lieutenant Weeks den Frauen was von einem Keller zugeschrien hat. Wo ist der Eingang zum Keller? Im Küchenfußboden ist eine Falltür. Abby, kümmere dich um ihn und bring ihm Wasser. Ich bin gleich wieder da. Martha, da oben ist jemand. Hier ist Ben Lassiter, geben Sie Antwort. Wir sind hier unten. Holen Sie uns heraus. Ich hab's gleich geschafft.
Geben Sie mir die Hand. Danke. Oh. Ich danke dir, mein Kind. Wie geht's unseren Patienten? Wir sind nicht viel besser dran als vorher. Wer bringt denn jetzt meine Schwester und mich zu Captain Poole? Ich bastel irgendwas zusammen, damit ihr Bein einen Halt hat. Es sind mehr als 20 Meilen zu Captain Pools Lagerplatz. Das schaffen Sie nicht, wenn Sie mich mitschleppen. Die Sorge müssen Sie mir überlassen. Sollen wir noch lange hier warten? Vielleicht kommen die Modaks wieder. Das Bein muss geschient werden. So lange müssen Sie sich gedulden. Sie werden vermutlich Hunger haben. Der Proviant ist in der Satteltasche. Von Ihnen nehme ich nichts an. Ganz wie Sie wollen, Madame. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Kann ich Ihnen vielleicht etwas helfen? Nein, im Augenblick nicht. Kaum zu glauben, dass die beiden Schwestern sind. Sie könnten nicht verschiedener sein, selbst wenn Sie wollten. Also jetzt geht's los. Abby, hol mir mal ein paar Bretter von da drüben, ungefähr so lang. Ich will ihm eine Schiene machen. Ja, Daddy. Die ist 13, ihre kleine Abby. Benimmt sich wie eine Dame. Ich bin Nelson Walker. Ich habe einen Transportvertrag mit dem Zahlmeister von Fort Leonard. Mein Name ist Ben Lasseter. Sie waren doch gerade bei Fennimans, als wir ankamen. Ein Glück, dass Sie nicht mit uns weggeritten sind. Ich habe die Bande, die Sie überfallen hat, gestern Nacht gesehen. Sie waren fitter Mann. Ein reizender Bursch ist das. Aber mit dem Weibsbild, mit dem stimmt irgendetwas nicht ganz. Das habe ich in der ersten Sekunde schon gesehen. Nicht so langweilig, Worrell. Fertig, Nelson? Ich bin fertig und warte. Woran liegt denn, Doyle? An gar nichts, Sir. Also, Patrouille westwärts. Hey! Kennst du mich das nächste Mal wieder? Ja. Das war gut, nicht wahr, Daddy? Hat uns lange gefehlt, hä? Nehmen Sie eine Zigarre, ist gut nach dem Essen. Ich stecke mir auch manchmal eine an, wenn es keiner sieht. Es sind bloß noch vier drin. Danke. Fein. Natürlich, die bekommen wir aus San Francisco. Na, Kleine, warum machst du denn die weite Reise nach Oregon? Die Schwester meiner Mutter lebt dort. Wir wollten nicht mehr im Süden bleiben, seit Mami tot ist. Daddy meint, dort würden wir glücklich sein. Davon bin ich überzeugt, Herzchen. Sieht ziemlich böse im Süden unten aus. Ja. Es wird zweimal das Gegenteil behauptet, aber viel kann da nach dem Krieg nicht los sein. Wir werden uns schon durchschlagen. Aber natürlich, wir beide schaffen es. Glaubst du, dass ich hier mal baden darf? Haben Sie vielleicht einen Bottich, in dem sich die Kleine ein bisschen waschen kann? Natürlich haben wir sowas. Ich werde sie schrubben, bis sie glänzt wie ein neuer Silberdollar. Hast du gehört? Vielleicht bist du da mehr wert. Elwood, mach einen Bottich voll Wasser warm. Daddy. Sie hätten doch über Nacht hier bleiben sollen. Ein warmes Bett werden Sie nicht mehr finden, bis Sie in Oregon sind. Danke. Wir können bestimmt noch 20 Kilometer reiten, bis es dunkel ist. Sagen Sie mal, wollen Sie vielleicht einen Krug Keulenschlag? Keulenschlag? Texas Whisky, den habe ich gerade geschmuggelt. Dieser Texas-Schnaps ist zu stark für mich. Och, Ihr Rebellen seid wirklich sehr dickköpfig. Kein Wunder, dass der Krieg 4 Jahre gedauert hat. Fertig, Abby? Ja, Daddy. Wiedersehen, Mrs. Fennimann. Danke für das Bad. Das hält sicher vor, bis ich in Zellin bin. Gott sei mit euch! Grüß den alten, geizigen Pete Alston von mir. Und vielen Dank. Was ist denn los, Kate? Gar nichts, Elwood. Frag nicht immer so viel. Am besten sage ich überhaupt nichts mehr. Was meinst du, wie groß die Entfernung ist? So ungefähr 400 Meter. Den triffst du nicht mit einer Knarre. Jetzt pass mal auf.
Ich ziele direkt auf seinen Kopf. Na, hoffentlich hat er keinen Schreck bekommen. Er ist eingeschlafen, Daddy. Ja. Und du musst dich jetzt auch schlafen legen, mein Häschen. Ja, ich bin müde, Daddy. Aber ich glaube, die Wunde ist schlimmer geworden. Er wollte überhaupt nichts essen und sein Kopf ist ganz heiß. Ja, du hast recht. Ich hole Wasser. Mr. Lassiter. Ja? Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ja, was für einen, Madam? Dieser Mann hat offensichtlich große Schmerzen. Und von dem Holpern auf dem Weg können sie noch schlimmer werden. Ja, und? Wäre es nicht besser für uns alle, wenn wir es ihm hier so bequem wie möglich machen würden? Und dann weiterreiten, bis wir irgendjemanden finden, der ihn mit einem Wagen holt? Ich bin überzeugt, dass Sie es gut mit ihm meinen. Aber an Ihrem Vorschlag gefällt mir Verschiedenes nicht. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Und selbst wenn wir es wüssten, dann käme die Hilfe für ihn zu spät. Haben Sie vielleicht noch mehr Vorschläge dieser Art? Seien Sie doch nicht so unvernünftig. Er hält uns in diesem Zustand doch nur auf. Er bringt uns alle in Gefahr, nur weil er nicht laufen kann. Ich finde, Ihr Benehmen uns gegenüber einfach rücksichtslos. Sie setzen unser Leben aufs Spiel für einen Mann, der sowieso bald stirbt. Martha! Wie kannst du nur so etwas sagen? Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie ohne diesen Mann immer noch im Keller säßen? Sie hat ganz recht, Mr. Lassiter. Es geht mir wirklich nicht gut. Und ich will nicht, dass Sie mich weiter mitschleppen. Schlagen Sie sich durch und lassen Sie mich dann holen. Ich sehe mir mal die Wunde an. Ich weiß es. Ich weiß es schon seit heute Nachmittag. Wir reiten gleich weiter. Mr. Lassiter! Sie fühlen sich anscheinend vollkommen sicher und nehmen nicht an, dass Sie beobachtet werden. Modax? Mhm. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Lagerfeuer. Sie trinken wahrscheinlich Whisky und verteilen die Beute, die Sie heute gemacht haben. Wenn Sie betrunken sind, sind Sie für uns nicht mehr so gefährlich. Ich habe eine Idee. Was hast du denn vor, Daddy? Das wirst du schon sehen. Halt nur fest den Daumen, dass alles klappt. Geh jetzt und mach die Pferde fertig. Aber schnell. Das gibt eine großartige Sprengladung. Teufel. Sag dem Lieutenant, ich wollte auch was essen. Die würden mich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Hey. Komisch, seit 6 Monaten komme ich regelmäßig hier vorbei und ich glaube, der Indianer kennt mein Gesicht immer noch nicht. Marsch, geh zurück, Monty.
Von Fennimans Gasthaus. Hier, bringen wir Sie zur Poststation Elston. Dort kommen wir heute Abend an. Wenn wir morgen früh rechtzeitig aufbrechen, können wir ungefähr um die Mittagszeit mit Captain Pools Kompanie zusammentreffen. Hier, am Drei Krieg. Von da aus geleitet er uns nach Oregon und in ein paar Tagen sind wir in Fort Klamath in Ihrer neuen Heimat, Miss Drury. Ich glaube, ich könnte mich niemals heimisch fühlen in diesem wilden Land. Und wenn meine Schwester verheiratet ist, dann reise ich weiter nach San Francisco. Ich weiß, dass es selbstverständlich nicht so zivilisiert sein wird wie unser früheres Zuhause, aber... Kannst du nicht ein bisschen schneller laufen, du Faulpelz? Los, geh raus und hol Holz. Soldat draußen will auch was essen. Birch, lösen Sie Vogel ab. Ich bin noch nicht fertig, Lieutenant. Sie sind fertig. Lösen Sie Vogel ab. Geh schon.